Einen wunderschönen, da bin ich auch schon wieder, euer Odin. Ich war eben bei Look Design, ich bin jetzt schon in meiner Stadt. Ich habe das Video jetzt schon mal aufgenommen gehabt. Das ist ein bisschen länger geworden, weil ich habe den ganzen Weg nach Hause aufgenommen, weil ich kann ja nicht unterwegs einfach sagen, stopp. War auch ein bisschen am Fluchen, weil ich hier in der Stadt hin und her gefahren bin. Ja, ich bin am Überlegen, ob ich dieses Video online schalte oder nur dieses. Könnt ihr ja unten drunter schreiben, ob ihr das lange Video hoch sehen wollt, dann lade ich das auch noch hoch. Könnt ihr entscheiden. Wie gesagt, am Anfang ist das, was ich jetzt auch über Look Design nochmal sagen werde, drin. Und dann ist es halt ein bisschen Fluchen und über Spritpreise und in der Stadt halt. Ihr kennt mich ja. Ja, dann würde ich anfangen. Könnt ihr denn, wie gesagt, entscheiden, ihr noch Daumen nach oben und Kommentare, dass ich das lange Video auch online schalten soll, dann mache ich das natürlich. Ja, ich war, wie gesagt, bei Look Design. Ich habe am im Januar habe ich jetzt Termin. Da geht das dann richtig los. Der Shop wird jetzt weiter programmiert, weil ihre Aufträge sind jetzt soweit fertig, weil logischerweise gehen die anderen Aufträge, die mehr bringen oder eigentlich Geld bringen, vor, weil mein Auftrag bringt nicht wirklich Geld drin. Aber das Jobsystem muss halt komplett gemacht werden. Und das ist halt ein bisschen aufwendig, weil die haben vorher ein anderes Jobsystem gehabt und diesmal werden es halt mehrere Shops in einem Shop sein. JBL, glaube ich, oder JWL oder so. Keine Ahnung, irgendwie heißt das Jobsystem. Ich habe es vergessen. Und da haben wir dann uns einen Termin für Januar ausgemacht, wenn der Programmierer Zeit hat, wenn ich Zeit habe, weil wegen Dezember, wegen Kind und so geht halt schlecht. Und da werden wir das dann bequatschen, da setze ich auch dann noch der Stefan, also mein Grafiker dazu. Und dann werden wir das bequatschen, wie wir das richtig machen, beziehungsweise was ich für Vorstellungen vom Shop habe. Und der Programmierer sagt mir, ist machbar oder ist nicht machbar. Weil ich hätte gerne, also das ist meine Vorstellung, ich hätte gerne, dass, wenn ihr sagt, ich wollte ein T-Shirt haben, dass ihr dann sagen könnt, ich möchte vorne halt, sagen wir mal, mein Logo haben. Ist doch nicht. Wartest du mal ab, bevor du auf das Fahrrad ist doch. Ich möchte gerne vorne das Logo haben. Dann könnt ihr sagen, ihr möchtet hinten nichts haben oder ihr möchtet hinten Ober drauf haben. Ihr möchtet da hinten, was weiß ich. Oder ihr wollt vorne halt den Schriftzug mit Odin haben, was wir letztens gemacht haben. Und dann hinten wollt ihr die drei Dreiecke haben. Oder follow me, also folge mir und dann unten runter YouTube, Twitch und was weiß ich. Dass ihr euch das selber aussuchen könnt, die Farbe selber aussuchen könnt und die Qualität des T-Shirts, dass wir dann da zwei, drei verschiedene Qualitäten drin machen, also eine preisgünstige Qualität, die vom Preis günstig ist, von der Qualität gut ist, aber gibt halt natürlich noch bessere Qualitäten. Dann sollten wir noch eine mittlere und eine Hochpreis Klasse machen von der, keine Ahnung, ihr wisst, was ich meine, vom Preis her, von den Klamotten her. Und dann könnt ihr euch das selber zusammenstellen und dann könnt ihr auch sagen, ihr wollt den Druck hinten groß, mittel, klein oder sowas in der Art, dass man sich das ein bisschen anpassen kann. Da muss ich mal gucken, inwiefern das umsetzbar ist, was ich gerne wollen würde. Aber ich würde gerne, dass man die Qualität aussuchen kann und die Größe und ob man vorne oder hinten hat haben will, dann wird auf jeden Fall auf jedem T-Shirt wird dann Longplayer draufstehen. Das wird dann wahrscheinlich auf dem Arm stehen oder an der Seite unten oder so. Das müssen wir auch noch bequatschen, wo wir das hinmachen. Longplayer ist die Klamottenmarke im Gaming-Bereich von Look Design. Da, wo meine Klamotten mit drunter laufen, beziehungsweise ja, die Klamottenmarke. Ich weiß nicht, ob noch eine andere geplant ist. Aber Longplayer ist erstmal so geplant. Da gibt es so ein paar geile T-Shirts, die werden auch demnächst angefangen zu drucken und kommen dann auch in den Shop. Also mein Shop und Longplayer wird dann gleichzeitig gemacht, logischerweise. Und da sind ein paar richtig coole Sachen mit bei, die werde ich euch dann später auch mal zeigen. Ja, dann muss ich jetzt gleich noch Fotos von der Hose schicken, von meiner Jogginghose. Die ist von Fruit in the Loops und dann brauchen wir halt die Nummer, weil die mir passt und die gut passt und die ist locker und schön. Und da will ich mir demnächst jetzt nochmal zwei Jogginghosen machen lassen. Ich schicke das dann halt hin und der Niki, den ich von hier aus mal ganz herzlich grüße, und Gordon, der Chef, falls er zuguckt, der grüßt dich, schickt mir dann praktisch das Angebot. Also praktisch, ich sag jetzt, ich schicke jetzt die Aufkleber hin, also die Etiketten von der Hose.
Und Niki guckt, was die kosten. Dann quatsche ich mit Stefan, was ich gerne drauf haben wollen würde. Ich möchte eine schlichte und eine mit einem Fabian-Logo von mir haben. Und eine halt nur mit Odin oder Odins Test oder so haben. Das weiß ich noch nicht. Da bin ich noch gerade am Überlegen. Und dann quatsche ich das mit Stefan, was ich gerne drauf haben wollen würde. Longplayer Bronze, meins in Silber. Das weiß ich schon. Und dann sagt Stefan, was das kostet. Ja? Also Stefan guckt dann, wie groß und sowas alle. Das quatsche ich dann wahrscheinlich telefonisch mit Stefan ab oder ich fahre hin. Und dann schicken sie mir per E-Mail dann Kostenvoranschlag. Das kostet dann, was weiß ich, es steht dann halt immer drin, Hose, Druck, Blasels und so. Und dann, was ich dann dafür ausgeben muss. Das mache ich dann wieder per PayPal überweisen und dann ist das gut. Dann schicke ich per PayPal hin, passt dann gut und dann ist das gut. Und die Hosen werden dann logischerweise auch im Shop geben. Also fast alle Klamotten, die es im Shop gibt, habe ich für mich selber gemacht. Also ihr habt ja gesehen, was ich alle für mich machen lassen habe. Alle konnte ich noch nicht machen, weil Rattenhörnchen soll es ja auch noch geben und mit dem Logo klein. Ich kann ja nicht 50.000 T-Shirts machen. Ich mache immer nur das, was ich gerade brauche. Ich will auch noch ein bisschen in die nordische Schiene machen. Mit diesen drei Dreiecken ohne großartige Schrift oder so wird es dann wahrscheinlich auch geben, dass er die drei Dreiecke dann selber gestalten könnt, dass er sagen könnte, die möchte ich vorne haben, die möchte ich hinten haben. Das will ich auf jeden Fall haben. Und dann will ich halt auch ein paar Klamotten mit Odin, also mit meinem Konterfei, also nicht mit dem Konterfei, aber mit meinem Namen Odin haben. Oder ja, und nicht nur alle auf Odins Test bezogen, weil ich habe ja mehrere Knebe und ja, viele haben dann halt auch gesagt, mach doch mal was nur mit Odin oder so, das soll es dann auch geben. Mal gucken, ob wir vielleicht auch was anderes noch Schönes hinkriegen. Das werden wir alle in der nächsten Zeit bequatschen. Ich wollte euch jetzt nur auf dem Laufenden halten, ich bin jetzt mir jetzt so schon zu Hause. Ich gehe jetzt hoch zu meiner Frau. Ich habe das nämlich jetzt mit dem neuen Handy gemacht, was ich gerade zum Test habe, das Honor 8X. Ich hoffe, die Qualität ist gut. Bei mir sieht es jetzt spiegelverkehrt aus. Ich hoffe, das ist nicht spiegelverkehrt. Ich hoffe, der Ton ist gut. Ich hoffe, dass ich den nicht nachbearbeiten muss. Wegen nachbearbeitet schreibe ich es am Anfang vom Video drin, Ton nachbearbeitet. Das Video werde ich nicht nachbearbeiten. Das werde ich so, wie es ist, ins Bearbeitungsprogramm machen. Ich klatsche nur hinten ein Outro drin und ja, das war's. Mache ein paar weiche Übergänge drin und so. Großartig wird da von der Qualität sich nicht ändern. Vielleicht lade ich es auch so direkt hoch. Dann könnt ihr mal so einen Vergleich haben. Vielleicht, aber da werde ich wahrscheinlich nochmal ein separates Video machen. So, wir sehen uns heute Abend zu ja, Red Dead Redemption 2 wieder in Odin Zocker, also auf Odin Zocker. Also zu meinen Kanälen habe ich auch im langen Video was gesagt, weil ich auf Odins Thron ja momentan nicht livestreamen kann. Und ich mache jetzt gleich noch das Video zum Cyber Monday, was ich euch versprochen habe, jeden Tag ein Video zum Cyber Monday zu machen. Das mache ich auch. Ich bin jetzt weg. Wir sehen uns heute Abend. Bis dahin, haut da rein, ahoi, sagt euer Odin.